Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, heute geht es weiter mit Funktionsgleichung und Nullstelle. Ich habe gleich so eine Funktionsgleichung mitgebracht. Ihr kennt es vielleicht noch als Funktionsvorschrift aus dem letzten Video, ist aber auch eine Gleichung. Ist ja ein Ist-Gleich dazwischen, also kann man auch von einer Funktionsgleichung sprechen. Und was kann man mit der Gleichung machen? Man kann sie äquivalent umformen. Und bei Äquivalenzumformungen, da gilt erst Strich, dann Punkt. Das ist jetzt ein bisschen verwirrend, weil normalerweise heißt es ja Punkt vor Strichrechnung. Aber bei der Äquivalenzumformung ist das anders. Dort müssen wir zuerst die Strichäquivalenz machen und dann erst die Punktäquivalenz. Aber das zeige ich euch jetzt. Man muss am Anfang diese Funktionsgleichung umformen. Und zwar nach y ist gleich. Ihr werdet gleich nachher sehen, warum. Aber wir müssen quasi dieses y darüber bringen. Jetzt wird irgendein Schlaubi natürlich sagen, wo bringe ich halt minus y rüber? Das geht nicht. Bei dem y steht ein Zweier dabei, das heißt, ich muss das im Paket erstmal nach links bringen, also minus 2y auf beiden Seiten. Denkt dran, auf beiden Seiten, das heißt, hier dran entsteht dann x minus 2y und da steht 2y minus 2y, also fällt es hier weg. Das war ja der Sinn. Ich wollte es von hier nach drüben bringen, also hatte ich diese Äquivalenzumformung gemacht. Stehen bleiben tut nur minus 1. So, was mache ich als nächstes? Jetzt ist dieses x hier überflüssig, denn ich will ja, dass das y hier allein steht. Manche würden jetzt sagen, man könnte geteilt durch 2 machen, ist aber doch zu früh. Es heißt ja zuerst Strichäquivalenz, so lange wie nötig, und erst dann Punktäquivalenz. Also bringe ich das x rüber. Und das x bringe ich rüber, indem ich minus x rechne. Steht zwar kein Vorzeichen dran, aber dann wissen wir ja immer, dass es plus ist. Also minus x auf die eine Seite. Was bleibt dann stehen? Minus 2y ist gleich minus 1 minus x. So, und jetzt sind wir fast fertig. Jetzt ist quasi nur noch dieses minus 2 hier vorne störend. Und dadurch, dass das ja mit einem Mal hier verbunden ist, man sieht es zwar nicht, aber das darf man ja weglassen, deswegen ist es tatsächlich mit einem Mal verbunden, muss ich jetzt auch mit geteilt durch minus 2 wegbringen. Manche Schlaubis kommen immer hier drauf und rechnen plus 2. Das darf man auf gar keinen Fall machen. Da ist hier ein Mal dazwischen. Also muss ich geteilt durch minus 2 rechnen. Dann bleibt hier natürlich y stehen, nur was passiert hier? Ich muss zunächst minus 1 geteilt durch minus 2 rechnen. Das gibt plus 1/2 und 1/2 gibt 0,5. Dann muss ich minus x durch minus 2 rechnen. Das gibt schon mal plus. Und da vor dem x steht ja quasi eine 1, also steht wieder 1/2x, also 0,5x. Ich hoffe, der Schritt war nachvollziehbar, denn nichts anderes wie 1/2 kommt hier raus und hier kommt auch 1/2 raus, weil hier ein 1er steht oder x halbe und das ist gleich wie 0,5x. So, und jetzt haben wir das Ganze so umgeformt, dass y auf der linken Seite steht und ist gleich dran steht. Das wollten wir mit dieser Funktionsgleichung machen. Das alles, was wir hier haben, das sind alles Funktionsgleichungen, alle vier miteinander. Aber das, was wir noch da drin stehen haben und deswegen haben wir es braucht, ist der sogenannte Funktionsterm, der hier. Das ist also ein neuer Begriff, den wir lernen müssen, Funktionsterm. Der steckt in der Funktionsgleichung, aber erst, wenn wir quasi nach y aufgelöst haben. Hier oben steckt noch kein Funktionsterm drin, auch wenn es eine Funktionsgleichung ist. Die mussten wir erst äquivalent umformen und dann erst haben wir einen Funktionsterm festmachen können. Wie schreibt man das jetzt, dass das eine Funktion ist? Entweder schreibt man f Doppelpunkt und dann die ganze Funktionsgleichung ab oder man schreibt f von x ist gleich 0,5 plus 0,5x. Das kennt ihr vielleicht vom Termschreibweise, da hat man auch t von x geschrieben. Jetzt, weil es eine Funktion ist, schreibt man halt f von x. Beide Schreibweisen sind möglich und beide Schreibweisen sind richtig. Das heißt im Endeffekt nichts anderes, y und f von x sind in dem Fall das gleiche. Also wenn ich da das davor schreibe, das kann ich quasi miteinander vertauschen, je nachdem, was ich halt gerade brauche. Damit wäre Funktionsgleichung und Funktionsterm geregelt. Jetzt kommt nur noch die Nullstelle. Bei der Nullstelle müssen wir uns das Ganze erstmal grafisch anschauen. Ich habe jetzt diese Funktionsvorschrift einfach mal in einen Graphen verwandelt. Jetzt würde er sagen, hey, wie soll das funktionieren? Erkläre ich euch bei einem späteren Video. Wichtig ist erstmal, dass ich zwei Zahlenpaare gefunden habe, wo quasi diese Funktion erfüllt ist. Also wenn wir zum Beispiel jetzt den Wert y hier einsetzen, da kommt 1. Und wenn wir hier x einsetzen für 1, dann kommt 0,5 plus 0,5, also eine wahre Aussage heraus. Dann habe ich einen zweiten Wert genommen. Und für den ist dann 2 ist gleich 0,5 plus 3 mal 1,5, da passt es auch. Also ich habe quasi zwei Zahlenpaare gefunden, die diese Funktionsvorschrift bzw. die Funktionsgleichung erfüllen. Und damit kann ich diesen Graphen zeichnen.
Das müsst ihr jetzt erstmal so hinnehmen. Ich zeige euch dann wenig später, wie ihr sowas selber macht. In dem Fall dürft ihr es nur abzeichnen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Was brauche ich jetzt dann für die Nullstelle? Nullstelle heißt nichts anderes als der Schnittpunkt mit der X-Achse. Quasi, wann ist der Graph oder wann ist die Funktion, wann ist da der Y-Wert 0? Ich suche quasi diesen Punkt und zwar rechnerisch. Das heißt, ich muss diesen Wert in der Funktionsgleichung, da wo y steht, gleich 0 setzen. Hätte ich jetzt auch hier oben machen dürfen, dann wäre ich viel schneller fertig, weil hier könnte ich einfach 2 mal 0 rechnen, dann steht x gleich minus 1. Nehme ich sie jetzt aber hier, also diese Funktionsgleichung, muss ich jetzt nur noch nach x auflösen. Heißt als erstes wieder Strichäquivalenz minus 0,5 auf die andere Seite. Dann bleibt minus 0,5 ist gleich 0,5x stehen. Dann teile ich durch 0,5. Und dann bleibt minus 1 gleich x stehen. Ist wurscht, im nächsten Schritt könnte ich x gleich minus 1 schreiben. Ist ja das gleiche, ob man es von links nach rechts oder von rechts nach links liest. Und schon habe ich jetzt meine Nullstelle berechnet. Hier habe ich sie nur abgelesen. Also lesen heißt immer vermuten, das hier ist die richtige Rechnung. Und jetzt kann ich auch quasi einen Punkt angeben, nämlich eine Koordinate minus 1, 0. Das wäre jetzt quasi die Nullstelle der Funktion. Und die kann ich natürlich in meiner Zeichnung dann auch noch kenntlich machen. Was haben wir also heute gelernt? Wir haben gelernt, dass so eine Funktionsvorschrift, die wir vom letzten Mal erkannt haben, dass das in eine Funktionsgleichung gepackt werden kann oder schon eine Funktionsgleichung ist. Und durch eine Umformung nach y ist gleich, kann man dann einen Funktionsterm ablesen. Die zwei Begriffe müssen wir merken. Und wenn man die Nullstelle berechnen soll, heißt es nichts anderes, wann schneidet der Graph die x-Achse? Und das tut's eben, wenn ich das y gleich 0 setze. Natürlich kann ich das auch am Graphen ablesen, aber ablesen ist nie genau. Deswegen einfach noch eine Berechnung, indem ich y gleich 0 setze. Das war's, bis zum nächsten Mal.